Hallo, in diesem Video ein kurzer Trick, wie man diese ganzen Mathezeichen, die ich hier auf der linken Seite habe, irgendwo schnell einfügen kann, ohne irgendwie so Zeichen hier wie ich vorzulagern. Kurz vorweg, ich benutze normalerweise Anki und schreibe da irgendwelche Formeln rein und damit ich kein LaTeX oder sowas benutzen muss, versuche ich möglichst die Zeichen zu benutzen, die da sind. Deswegen habe ich hier so eine Datei, wo all möglicher Kram drinsteht und vor allem auch hier so Zeichen wie das Kreuzprodukt oder hier so ein oder so ein für alle gilt und sowas. Das heißt, wenn ich irgendwas geschrieben habe, dann lief das meistens so ab, dass ich so zum Beispiel x Element von whatever sowas in diese Richtung. Man sieht schon, ich muss dann immer wieder hin und her, muss dann hier die Dinger holen. Das hier ist so eine Art Shortcut-Menü für mich, für Sachen, die ich relativ oft brauche. Oder manchmal habe ich auch so gemacht, oh, ja. Manchmal habe ich es auch so gemacht, dass ich erstmal irgendwas vorschreibe, so und dann gucke, okay, überall hier so, okay, das ist also dieses. Das hier und dann fing ich dann an, das alles zu ersetzen. Jetzt habe ich aber eine coole andere Methode gefunden und das ist die Sprachsteuerung. Ich will das einfach kurz mal vorführen. Schreibe Element von. Oder wir könnten auch sagen, schreibe für alle gilt. Schreibe Element von. Schreibe kleiner gleich. Schreibe Summenformel. Also wie man sieht, der kann schon einiges. Ich habe ihm das alles selber beigebracht. Von Natur aus kann er das nicht. Das Besondere, was man dafür braucht, ist natürlich die Windows-Spracherkennung. Und dann gibt es von Windows noch ein so ein Teil hier, das steht gar nicht dabei. Das Teil nennt sich Windows Speech Recognition Makros. Hier unten rechts im Bild sieht man so ein bisschen noch das Teil. So sieht das aus. Habe ich ja eben schon gezeigt, genau. Und da kann man hier zum Beispiel sagen, der soll auf einem bestimmten Befehl eben was einfügen. Zum Beispiel, man sagt ihm zuhören und wenn man sagt zuhören, dann soll er einfügen Hallo. Und das könnte ich jetzt bestätigen und das würde funktionieren, aber ich habe keine Lust, es wieder zu löschen. Deswegen lassen wir das jetzt. Aber genau in dieser Form kann man ihm eben alle möglichen Zeichen beibringen, alles Mögliche. Und zum Beispiel auch sowas wie schreibe, daraus folgt. Also ist eine ganz coole Sache.